Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Badeschaum ganz einfach selbst herstellen kann und dann eben auch ganz genau weiß, was in seiner eigenen Kosmetik drin ist. Und mir geht es auch darum, möglichst viel Wegwerfplastik, also diesen Plastikmüll zu reduzieren Stück für Stück. Und deshalb verwende ich auch überwiegend Materialien aus Glas, mehr und mehr. Und versuche auch Materialien oder Zutaten in Glasflaschen zu bekommen. Es gelingt mir nicht immer, aber ich sage euch schon mal, was ihr alles benötigt. Eine Küchenwaage wäre ganz klar von Vorteil. Ein Behältnis, wo das Ganze reinkommt, wo ihr das auch mischt. Das sollte ungefähr so 150 Milliliter doch mindestens umfassen können. Dann benötigt ihr Basisöle. Ich verwende hier ein Avocadoöl und ein Mandelöl. Und dann benötigt ihr einmal Mulsifan und zum Abschluss noch die ätherischen Öle bzw. Parfümöle in euren Wunschdüften. Ihr könnt auch einen einzelnen nur nehmen, ihr könnt auch eine Mischung nehmen. Und wo ihr diese ganzen Zutaten bekommt, das hinterlasse ich euch als Link direkt unter diesem Video in der Infobox, wo ich immer meine ganzen Materialien bestelle. Manchmal auch Gläschen, manchmal besorge ich die aber auch woanders. Aber diese ganzen Zutaten besorge ich überwiegend über diesen Online-Shop, den ich euch wirklich empfehlen kann, der eine riesige Auswahl hat. Und wie immer sei an dieser Stelle gesagt, wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr dann ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort loslegen mit dem Nacharbeiten und Nachmachen. Und ja, jetzt möchte ich keine weitere Zeit verschwenden, es soll endlich losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Also ich nehme zu Beginn das Avocadoöl und davon 50 Gramm vorsichtig in das Behältnis reinkippen. Dann kommt das Mandelöl ins Spiel. Davon nehme ich 32 Gramm. Das dauert ein bisschen länger, weil das ein Tröpfchenaufsatz oben auf der Flasche hat. Also die Öle zusammen sollten eine Mischung ergeben, die am Ende 82 Gramm wiegt. So, die Öle sind jetzt in dem Behältnis drin vollständig und jetzt kommt das Mulsifan zum Einsatz und zwar insgesamt 13 Gramm. Und danach kommen nur noch die ätherischen Öle mit hinein. Es sollten ungefähr so 30 bis 40 Tropfen werden und ich mache so eine kleine Mischung. Ich mache insgesamt 5 Tropfen Zimt rein. Dann 15 Tropfen von dem Vanilleöl. Und dann nehme ich nochmal von dem Orangenöl insgesamt auch nochmal 15 Tropfen. Jetzt wird das Behältnis geschlossen und dann wird kräftig durchgeschüttelt. Und wenn ihr das ordentlich durchgeschüttelt habt und alle Zutaten miteinander vermengt habt, dann ist dieser Badeschaum fertig und kann sofort zum Einsatz kommen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Also wie ihr seht, es ist ganz einfach und ja, man braucht nicht viele Zutaten.
Es geht ganz fix und eignet sich auch wunderbar zum Verschenken. Also wenn ihr wisst, welche Lieblingsdüfte eure Familie, eure Freunde haben, dann könnt ihr wunderbar für die auch mal so einen Badeschaum zubereiten und dann in einem netten Gläschen oder Fläschchen verpackt, als Mitbringsel zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Namenstag, zu Ostern, warum auch immer. Es gibt immer mal so einen kleinen Anlass, jemandem eine Freude zu machen. Und wie gesagt, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ich habe schon eine ganze Reihe an unterschiedlichen Kosmetik-Do-It-Yourself-Videos und Tutorials erstellt. Schaut mal in meine Playlist rein. Ich hinterlasse euch die Playlist für meine Do-It-Yourself-Kosmetik auch mal als Link in der Infobox direkt unter diesem Video. Ich habe schon ganz viele Sachen gemacht. Peeling-Gel, Duschgel, was auch immer, unterschiedliche Sachen. Und werde auch nicht müde, das noch weiter zu verfolgen und immer weitere neue Folgen aufzunehmen und euch zu zeigen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Alles Liebe für euch, eure Romy, und genießt euer Bad. Bis dann. Tschüss.